Ja, herzlich willkommen nach dem Spiel bei TuS Dassendorf 1:1 hat der AFC heute hier gespielt am Wendelweg. Neben mir steht Julian Barkmann, wir haben gerade schon kurz gesprochen. Beide etwas nervös noch vom Spiel, das war relativ intensiv heute, oder wie fandest du es heute? Ich würde sagen, es war ein geiles Fußballspiel. Ne? Ich glaube, es hat sich für die Zuschauer gelohnt, dass sie gekommen sind. Also erste Halbzeit von uns wirklich überragenden Fußball geliefert. Leider nicht belohnt worden, trotz dessen, dass wir so viele Chancen hatten. Aber wichtig ist, dass du dann zurückkommst, ne? Und dass du auch wirklich, also wir stehen diese Saison so stabil hinten, wir machen da keine wilden Fehler, also man kann richtig stolz sein, was wir da abliefern. Wir haben am Spielfeldrand ein oder zwei Momente mal über das letzte Spiel hier in Dassendorf gesprochen. An Ostermontag 0:3 haben wir da verloren. Das ist bis heute unsere letzte Niederlage in der Liga. Und haben wir so ein bisschen verglichen, was war damals anders als heute ist. Du warst aber auch in beiden Spielen dabei. Weißt du noch, was wir heute besser gemacht haben als bei den letzten Auftritten gegen Dassendorf? Also ich glaube erstmal, dass wir als Team natürlich jetzt länger zusammenspielen. Wir haben uns mittlerweile gefunden, gute Verstärkung dazu bekommen. Ja, und dann ist das, glaube ich, der absolute Wille. Ne? Du hast jetzt noch kein Spiel verloren. So soll es auch weitergehen. So gehst du auch in so ein Spiel rein, egal wer da kommt, ob es nur Dassendorf ist oder sonst wer. Von daher, ich glaube, es ist dieser Wille und dieser Teamzusammenhalt, der jetzt wirklich greift bei uns. Sehen wir auch so, einfach auch, dass wir jetzt heute diesen Punkt geholt haben und damit ja auch quasi keinen Punktverlust auf Dassendorf, den Tabellenführer, gemacht haben. Nehmen wir uns noch mal ein bisschen mit. Das Tor kam relativ schnell. Aus unserer Perspektive war da nicht so wirklich haltbar von Harnik. Der war sehr platziert geschossen. Zweite Halbzeit gab es auch noch ein, zwei Szenen. Die Sonne kam auch irgendwann noch und der Ball ist auch noch so ein bisschen hin und her bei den Abstößen hin und her gegangen. Wie schwierig war das dann irgendwie heute, die ganzen Umstände irgendwie doch, die da so mit reingekommen sind? Also ich spiele gegen meinen Ex-Verein, von daher blende ich das eigentlich relativ ganz gut aus. Aber ja, ich gebe dir recht, also zweite Halbzeit war die Sonne relativ tief. Das war ein bisschen schwer bei hohen Bällen. Ja. Dann mit dem Wind, sobald du ihn hochgeschossen hast, ist er wieder weggedriftet. Aber mein Gott, das gehört dazu. Wichtig ist, dass wir hier wirklich keinen Punkt, oder einen Punkt geholt haben. Zwei zwar verloren, aber die bekommen uns ja irgendwann im Rückspiel wieder. Das sehen wir auch so. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende und vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Ciao. Nach Julian Barkmann habe ich noch einen weiteren Interviewgast gefunden, unseren Torschützen zum 1:1, Selim Aykut. Selim, erstmal, wir haben uns sehr für dich gefreut, das war dein erstes Tor in der Liga für uns. Du hast den Pokal schon getroffen, aber in der Liga hat es heute endlich geklappt. Wie groß war die Freude bei dir, dass es dann heute endlich geklappt hat und noch gegen Dassendorf in einem wichtigen Duell? Die Freude war sehr groß, also ich freue mich echt, mein erstes Saisontor machen zu können. Aber ich freue mich noch mehr, dass wir hier heute ein super Spiel gemacht haben, vor allem in der ersten Halbzeit. Darauf können wir aufbauen. Das Spiel war schon, also der Spielaufbau aus meiner Perspektive war sehr auf dich zugeschnitten, lange, hohe Bälle auf dich, die auch aufgrund des Windes und vielleicht auch aufgrund des ein oder anderen Kopfballduells nicht immer so gut für dich ausgegangen sind. Aus unserer Perspektive, wie schwierig war das heute für dich? Ja, natürlich, das sind erfahrene Jungs da hinten bei Dassendorf und die wissen schon, wie man hochschlägt. Die haben jahrelange Erfahrung, was sowas angeht. Aber nichtsdestotrotz lernt man noch sowas. Ich weiß, dass ich das noch besser machen kann und das strebe ich auch an. Und ja, und dann sehen wir weiter, ne? Hoffentlich dann in Zukunft noch mehr Kopfballduelle, die ich für mich entscheiden kann. Wie sieht eure Woche aus? Nächsten Samstag geht es weiter gegen Diendorf. Ja, wir haben jetzt die Woche Training. Erstmal morgen Ruhetag, Sonntag, dann ab Montag geht es wieder los. Dienstag frei und dann die ganze komplette Woche. Fokussieren wir uns dann auf Diendorf und hoffen dann, dass wir den nächsten Dreier einfahren können. Und ja, alles schauen besser. Wir mal. Ne? Ja. Letzte Frage. An dich ist man jetzt, gehst du jetzt nach Hause und denkst, cool, wir haben unentschieden in Dassendorf geholt gegen den Tabellenführer, der Abonnementmeister der letzten Jahre, oder ist man eher so ein bisschen genervt, weil auch wenn das noch sehr gut gerade im Abschluss gewesen ist, ist man so ein bisschen genervt, dass man immer die Chancen hatte? Ja, also ich gehe nicht ganz zufrieden nach Hause, weil ich denke mir, mehr war eigentlich heute drin. Wir hätten auch heute 3 Punkte mit nach Hause nehmen können, vor allem so, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, das war echt sehr, sehr gut. Hätten dann auch noch ein, zwei Dinge in der ersten Halbzeit schon machen können, leider nicht passiert, aber wir machen weiter, also wir können stolz nach Hause fahren. Aber das war auf jeden Fall mit. Super. Dann wünschen wir dir auch noch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns nächste Woche. Gleichfalls, dann bis nächste Woche. Ciao. Genau, nächsten Samstag 15:30 natürlich wie immer an der AJK oder im Stream. Bis dahin, eine schöne Woche euch allen. Tschüss.